Wilhelm von Humboldt als Bildungsforscher. Ich möchte ihn hier darstellen als einen wirklich empirischen Forscher, der sich auf das Thema Bildung ausgerichtet hat und möchte vor allem in diesem Vortrag jetzt und auch jetzt in der Diskussion heute die Frage behandeln, wie bei ihm dann Theorie und Empirie zusammenhängen. Also das, was ich heute darstellen werde, teilt sich in zwei Teile auf. Ich denke, wir machen als erstes mal ein bisschen was über Humboldts Begriffe Kräfte und Charakter. Dann können wir über diesen Text die Basken oder Wasken sprechen. Und anschließend würde ich gerne noch ein bisschen mehr zu seiner Methodologie sagen. Ich habe hier zwei Fotos von Wilhelm von Humboldt sozusagen. Das linke kennen Sie alle, denke ich mal zumindest, obwohl hier auch einige dabei sind, die nicht an der Humboldt-Universität zu Berlin studieren. Das ist also die Statue, mit der man am Eingang zur Humboldt-Universität empfangen wird. Daneben steht dann noch sein Bruder Alexander und das ist das Bild, was wir alle kennen, Wilhelm von Humboldt als der Belesene, als der Gebildete im Sinne eines, der sich mit der Literatur auseinandersetzt vor allem, der vielleicht aber auch ein bisschen weltfremd ist sozusagen. Das rechte Foto hier, das habe ich in Guernica gemacht, im spanischen Baskenland. Das ist in einem Park hinter dem Museum für baskische Kultur und Geschichte. Da wird Wilhelm von Humboldt als Freund des baskischen Volkes dargestellt. Also irgendwie als jemand, der anscheinend unterwegs war, der gereist ist und sich mit dem baskischen Volk auseinandergesetzt hat. Und dieses Volk galt zu der damaligen Zeit als roh und ungebildet. Und in dem Sinne haben wir hier eigentlich zwei Bilder, die sich irgendwie widersprechen, die nicht so richtig zusammenpassen. Und in meinem Vortrag, ja, möchte ich sozusagen auch ein Bild machen von Wilhelm von Humboldt. Das heißt, das sind immer Interpretationen, die wir machen, das ist klar. Ne? Ich kann hier nicht die Wahrheit über Wilhelm von Humboldt darlegen. Was ich aber versuchen möchte, ist, dass ich sozusagen die Brücke zwischen diesen beiden Bildern herstellen möchte. Einerseits der Theoretiker und der Belesene und auf der anderen Seite derjenige, der durch die Welt reist und seine Beobachtungen macht über verschiedene Völker. Ja, in seinem Plan für eine vergleichende Anthropologie spricht er davon, dass er Spekulation und Empirie zusammenbringen möchte. Das ist seine Idee für eine Anthropologie. In dem Text Das 18. Jahrhundert schreibt er das so: Es kommt darauf an, den Geist zu gewöhnen, beständig nur von dem Gebiet der Erfahrung aus zum Raisonnement aufzusteigen und immer von diesem wieder zu jenem zurückzukehren. Also es soll wirklich so ein Hin- und Her-Pendeln sein zwischen Spekulation oder sagen wir heutzutage, würden wir sagen, Theorie auf der einen Seite und Empirie auf der anderen Seite. Das ist bei ihm als Wechselverhältnis gedacht. An anderer Stelle sagt er auch, er möchte gerne aus Fakti Philosophie ziehen. Also es ist gewissermaßen eine frühe Formulierung dessen, was wir heute Grounded Theory nennen würden vielleicht. Und ich möchte jetzt in meinem ersten Vortrag mal versuchen, so nachzuvollziehen, wie dieses Hin- und Her-Pendeln bei ihm vonstatten gegangen ist. Fangen wir mal an mit seinem Begriff der Kräfte. Das ist ein Zitat hier, was Sie sicherlich alle kennen. Das steht zumindest in jedem Lehrbuch der Erziehungswissenschaft. Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Ja, das ist im Prinzip die klassische Formulierung des humanistischen Bildungsverständnisses. Wo der Mensch als Selbstzweck gesetzt wird und nicht als Zweck des Staates, der Kirche, der Wirtschaft oder wie auch immer. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern ich möchte eigentlich zwei Fragen an dieses Zitat stellen. Einerseits, was meint er eigentlich mit Kräften? Und zum Zweiten, wie kommt er eigentlich auf diese Idee, dass wir hier den wahren Zweck des Menschen vor uns haben?
Schauen wir mal weiter. Ah ne, ich bleibe nochmal hier. Der Begriff der Kräfte, der wird bei Humboldt nicht vollkommen systematisch ausgearbeitet. Und er verwendet auch immer wieder ein bisschen unterschiedliche Begriffe dafür. Aber erstmal ist es wichtig, dass er von Kräften im Plural spricht und unterscheidet dann meistens folgende 4 bis 5 Kräfte. Also das ist dann die körperlich-sinnliche Kraft, die geistige Kraft des Menschen, die Einbildungskraft und die moralische Kraft. Manchmal spricht er dann auch noch von Gefühl oder so. Und manchmal unterscheidet er dann auch noch Verstand und praktische Vernunft oder so. Das soll uns hier gar nicht so sehr interessieren. Erstmal haben wir diese Pluralität der Kräfte. Und was ich wichtig finde, ist, dass er die körperlich-sinnliche Seite des Menschen so stark macht. Und er danach fragt, wie denn eigentlich diese verschiedenen Kräfte, das Körperliche, das Geistige, dann auch die Emotionen und so, wie das so zusammengebracht werden kann, dass es ein Ganzes gibt. Das ist seine Frage. Und wir können hier dieses Zitat nochmal ein bisschen anders formuliert haben. Er sagt, so wären Lebhaftigkeit der Sinnlichkeit, Feuer der Einbildungskraft, Wärme des moralischen Gefühls, Stärke des Willens, alle geleitet und beherrscht durch die Kraft der prüfenden Vernunft, der Charakter des vollendeten Menschen. So beruhte Tugend auf dem richtigen Gleichgewichte aller Seelenfähigkeiten, so könnte man keine absolute, jeder nur relative Grenzen bestimmen. Ich finde das wichtig, weil das hier seine anthropologische Sichtweise deutlich macht. Und er versucht sich ja auch von der Philosophie, von einer rein spekulativen Philosophie abzugrenzen, indem er gerade den Menschen nicht nur als Vernunftwesen betrachtet, sondern den Menschen in all seinen unterschiedlichen Facetten. Die Lebhaftigkeit der Sinnlichkeit soll ausgebildet werden. Versuchen Sie mal so etwas zum Beispiel bei Kant zu finden, so eine Formulierung. Oder das Feuer der Einbildungskraft. Ja? Das geht dahin, dass alle Seiten des Menschen entwickelt werden sollen. Wenn er jetzt das aber so schreibt, dann ist das ja keine Tatsachenfeststellung, sondern es ist eher eine Zielvorstellung, so etwas wie eine regulative Idee. Ja? Alle Kräfte des Menschen sollen ausgebildet werden, das heißt aber nicht, dass sie es schon sind. Und damit komme ich dann zu meiner zweiten Frage. Wie kommt er eigentlich auf diese Idee von dieser proportionierlichen und hohen Ausbildung der verschiedenen Kräfte? Das hat er sich nicht einfach sozusagen in seinem Stübchen ausgedacht, das ist ihm nicht einfach so eingefallen, sondern das beruht schon eigentlich auf einer empirischen Auseinandersetzung mit den alten Griechen. Und das ist ja bekannt, dass Wilhelm von Humboldt als sogenannter Neuhumanist sich sehr intensiv mit den alten Griechen auseinandergesetzt hat. Und schon als Kind hat er sich damit auseinandergesetzt. Und die ersten Texte, die er geschrieben hat, die setzen sich auch mit den alten Griechen auseinander. Und schon im Jahr 1793 hat er einen Text geschrieben, das ist mehr so ein Entwurf, wo er das Studium des Altertums vorschlägt, als ein anthropologisches Studium zu betreiben. Damals hat man ja das Altertum philologisch vor allem betrachtet. Er möchte es anthropologisch betrachten. Das heißt, er möchte im Prinzip den Charakter und die Biografie der alten Griechen untersuchen und kommt bei der Untersuchung des griechischen Charakters, wie er das nennt, auf die Beobachtung, dass bei den Griechen einige Menschen, einige Individuen, nicht alle, aber einige, sozusagen alle ihre Kräfte entfaltet haben, sehr hoch entfaltet haben. Und nimmt in dem Sinne dann die alten Griechen als Vorbild für diese Formulierung hier oder auch für diese Formulierung, die wir schon hatten, dass der wahre Zweck des Menschen diese höchste und proportionierlichste Bildung der Kräfte zu einem Ganzen ist, weil er das
als Ideal in den Griechen bereits verkörpert gesehen hat. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht aus diesem frühen Text, den er da geschrieben hat. Dieser Text geht in viele verschiedene Richtungen, aber ich will das hier auch nicht zu weit ausfalten. Also hier ein Zitat, da nimmt er auf Platon Bezug und er sagt, in einer griechischen Seele verschmolz körperliche und geistige Schönheit so zart ineinander, dass noch jetzt die Geburten jenes Verschmelzens, zum Beispiel die Raisonnements über Liebe in Platon, ein wahrhaft entzückendes Vergnügen gewähren. Das ist ganz interessant, dass er Platon nicht philosophisch liest und auf die Gedanken sozusagen eingeht, die da ausgedrückt werden, sondern er liest es anthropologisch. In dem Sinne, wie sind denn dort die Kräfte zueinander ausgedrückt oder wie kommen die Kräfte dort zum Ausdruck? Ja? Er sagt, hier verschmilzt es, Körperliches und Geistiges, so zart ineinander. Da haben wir so ein bisschen diese Formulierung, alles soll zu einer proportionierlichen Gestalt entfaltet werden. Wichtig ist hier nochmal, das Körperliche ist ihm sehr wichtig und gerade die Verbindung von Körper und Geist. Ja? Es kommen noch verschiedene andere Punkte hier mit rein, zum Beispiel die Schönheit. Bei ihm kommt viel auf Ästhetik auch mit an. Und nochmal die Geburten des Verschmelzens. Das kann ich hier nicht so weit ausführen, aber bei ihm wurzelt vieles in der Betrachtung der Sexualität, in der Verbindung von Mann und Frau sozusagen und in dem, was bei der Zeugung hervorgebracht wird, also das Verschmelzen sozusagen. Wenn verschiedene Teile, in dem Fall Mann und Frau, zusammenkommen und etwas Neues entsteht, das sind Punkte, die für ihn ganz wichtig sind in der Anthropologie. Ja, also wir haben ein empirisches Vorbild, von dem er ausgeht und seine regulative Idee der Bildung von dort her entfaltet. Er ist natürlich nicht der Auffassung, dass alle jetzt so werden müssen wie die Griechen. Das wäre ein bisschen zu einfach gedacht. Wird ihm manchmal so vorgeworfen. Er sieht die Griechen im Prinzip als Inspiration, um sozusagen erstmal eine Idee davon zu haben, was Bildung sein könnte. Meint aber auch, dass man in seiner Zeit Bildung dann noch anders denken müsste. Wenn man dann noch mal genauer guckt, wie meint er das mit den Kräften, dann sieht man, er hat eigentlich zwei Grundkräfte im Menschen, über die er immer wieder nachdenkt. Von seinen frühesten Texten bis in seine späte Sprachphilosophie geht es immer eigentlich um diese Frage, wie hängen Sinnlichkeit und Geistiges oder Intellektuelles, wie hängt das beim Menschen zusammen? Ich habe hier zwei Zitate, die das eigentlich schön darstellen aus seiner Ideenschrift. Da schreibt er, Sinnlichkeit und Unsinnlichkeit verknüpft ein geheimnisvolles Band. Also da zeigt er schon irgendwie, dass er nicht so richtig weiß, wie er dieses Problem verstehen soll. Oder auch ewiges Streben, beide dergestalt zu vereinen, dass jede so wenig als möglich der anderen raube, schien mir immer das wahre Ziel des menschlichen Weisen. Also so wie bei Platon, ne? Körperliche und geistige Schönheit verschmelzen so zart ineinander, dass es einfach nur schön ist. In dem Sinne, ja. Auf der anderen Seite sieht er seine eigene Zeit, die Zeit der Aufklärung, die seiner Meinung nach viel zu rationalistisch ist, wo nur die geistigen Kräfte ausgebildet werden und die körperlichen Kräfte, ich sag mal, auf der Strecke bleiben, verdrängt werden und nicht kultiviert werden. Und ja, da ist so die Frage, wie kann man das denn eigentlich schaffen, dass diese Harmonie hergestellt wird? Und wie gesagt, das geht bis in sein Sprachwerk hinein, in sein Spätes, wo er die Sprache auch vor dem Hintergrund von Intellektualität und Körperlichkeit, Sinnlichkeit dann konzipiert. Also wir haben hier sozusagen eine theoretische Frage. Die Kräfte, wie können die verknüpft werden, wie können sie entfaltet werden und so weiter. Und mit dieser theoretischen Frage geht er dann auch wieder in seine empirischen Forschungen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus Frankreich.
Er war also Ende der 1790er Jahre in Frankreich, in Paris, hat dort mit seiner Familie ein paar Jahre gelebt. Da gäbe es viel zu berichten aus der Zeit. Ich will hier nur auf seine Theatererfahrungen eingehen. Er ist also ins Theater gegangen, oft genug, wie es scheint, um dazu dann auch einen Text zu schreiben. Das war ein Brief an Goethe, der dann auch veröffentlicht worden ist. Es ist eigentlich ein sehr spannender Text, weil er da nicht nur sozusagen eine Theaterkritik abliefert, sondern auch eine anthropologische Reflexion. Er fängt eigentlich so an, dass er dann die französischen Theaterspieler und Theaterspielerinnen beschreibt, wie sie auf der Bühne sich darstellen. Er geht ganz besonders auf den damals berühmten François-Joseph Talma ein und lobt ihn für dafür, dass er sich so viel Mühe gibt, sich Kostüme, großartige Kostüme anzuziehen, dass er auch so viel Wert auf seine Gestik legt und seine Mimik, und beschreibt das in vielen Details. Ist sehr spannend, wie er das geschrieben hat. Kommt dann aber zu dem Schluss oder zu der Beobachtung, dass diese Gestik und Mimik und so weiter eigentlich gar nicht, häufig nicht so richtig zu dem Inhalt des Theatertextes passt. Ja? Heute würde man vielleicht sagen, der übertreibt, der Theaterspieler, der Schauspieler, ja. Da kommen Kaskaden von Gestiken und Mimiken, die eigentlich viel zu viel ausdrücken, als was im Text gesagt ist. Und Humboldt sagt auf der einen Seite, es ist schön, dass die Franzosen diesen Kunstglanz haben, wie er es sagt. Auf der anderen Seite schaffen die es nicht so richtig, diesen Kunstglanz dann auch mit dem Geistigen sozusagen zu verbinden. Hier haben wir also wieder Körper und Geist. Der gestische Ausdruck ist das körperlich-sinnliche und das Geistige ist der Text sozusagen, der im Hintergrund steht oder der ausgedrückt werden soll. Da ist ein Ungleichgewicht. Zu viel körperliche Darstellung, zu wenig Bezug auf das Geistige. Das wirft er den Franzosen sozusagen vor. Auf der anderen Seite reflektiert er dann über das Theater in Deutschland und sagt, in Deutschland ist das genau umgekehrt. Da gibt es auch ein Ungleichgewicht. Und da habe ich jetzt hier ein Zitat aus diesem Text mitgebracht. Da sagt er, uns Deutschen kann man, glaube ich, den Vorwurf machen, dass wir auf diesen eigentlichen Kunstglanz zu wenig Gewicht legen. Die Ursache mag darin zu suchen sein, dass wir nicht sinnlich genug ausgebildet sind. Unser Ohr nicht musikalisch, unser Auge nicht malerisch genug. Mir ist oft aufgefallen, dass der Deutsche in Vergleichung mit dem Franzosen weniger die Notwendigkeit der Zeichen kennt, dass er unmittelbar und unabhängig von denselben auf die Sache zu gehen strebt. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass die deutschen Theaterspielerinnen und Spieler quasi auf der Bühne stehen, ihren Text sagen, aber dann eben nicht diesen Kunstglanz mit auf die Bühne bringen. Er vergleicht das in diesem Text dann auch noch mit dem griechischen Theater, also mit dem antiken griechischen Theater, und hat darin dann wieder sozusagen das große Vorbild, wobei er da noch mit Sophokles sozusagen das große Vorbild hat, aber meint, bei Euripides schon geht es dann in eine Richtung, wo auch ein Gleichgewicht verloren geht. Gut, was man hier vielleicht noch sehen kann, ist, dieser Begriff der Kräfte, der ist einerseits deskriptiv, er wird genutzt, um quasi ethnografisch soziale Praktiken, in dem Fall hier Theaterpraktiken, zu beschreiben. Er ist aber auch normativ, um die Praktiken dann auch zu bewerten, zu beurteilen und zu sagen, ja, also in dem Fall sind die Franzosen zu sehr auf den Kunstglanz ausgerichtet und die Deutschen zu wenig gewissermaßen. Ja? Also diese beiden Dimensionen muss man hier beachten bei dieser Forschung, die er betreibt. Gut. Also so viel wollte ich jetzt erstmal sagen zu dem Begriff der Kräfte. Wir kommen darauf nochmal zurück. Wichtig war mir jetzt erstmal deutlich zu machen, dass bei ihm auch das körperlich-sinnliche so sehr stark ist und stark gemacht wird. Ja?
Und ich würde jetzt erstmal auf den Charakterbegriff eingehen, der bei ihm auch ja, einfach eine ganz zentrale Rolle spielt. Und Charakterbegriff und Kraftbegriff sind bei ihm auch sehr eng verbunden. Der Charakterbegriff bezieht sich darauf, dass Menschen immer Individualitäten sind, aus seiner Sicht. Jeder Mensch ist ein Individuum, unverwechselbar und eigentümlich, wie es in seiner Sprache heißt. Also in dem Sinne hat jeder Mensch einen eigenen Charakter. Das ist jetzt auch nicht moralisch gemeint, so wie wir das heute auch so vielleicht aus der Alltagssprache kennen. Es gibt starke Charaktere und schwache Charaktere oder so. So ist es bei ihm nicht gemeint, sondern ein Charakter meint bei ihm, jedes Individuum hat alle Kräfte in sich angelegt, also die körperlich-sinnlichen, die geistigen, moralischen, imaginativen und so weiter. Aber bei allen von uns ist das ein bisschen anders vom Verhältnis her. Einige von uns sind von ihrer Anlage eher intellektuell, andere sind mehr aufs Ästhetische ausgerichtet und so weiter. Ja? Und hier habe ich nochmal ein Zitat, was das gewissermaßen empirisch herleitet. Es gibt da sehr viele Zitate, mit denen man da seinen Charakterbegriff darlegen kann. Aber ich habe extra eins gewählt, was jetzt nicht so theoretisch ist, sondern wirklich einen empirischen Hintergrund hat. Er sagt, und das ist wieder aus dem Text Das 18. Jahrhundert, es ist eine sehr gewöhnliche Erscheinung, dass Geschwister, die eine durchaus gleiche Erziehung genossen, dennoch in den Jahren ihrer Reife noch dieselbe Verschiedenheit der Charaktere zeigen, die sie schon in ihrer frühesten Kindheit verrieten. Ja, wer wollte da widersprechen, sage ich mal. Ja, ist sicherlich aus der Erfahrung so zu bestätigen. Und darauf kommt es ihm an. Wir sind gewissermaßen mit einem Charakter geboren, mit bestimmten Neigungen, Tendenzen, Talenten, aber auch Schwächen sozusagen, die wir unser ganzes Leben lang mit uns mitführen. Und dieser Charakter, der ist gewissermaßen zur Geburt angelegt in uns. Und es geht darum, im Laufe des Lebens diesen Charakter zu entfalten. Ja, also diese Kräfte sind erstmal in uns da, die intellektuellen, körperlich-sinnlichen und so. Die müssen wir aber in der Wechselwirkung mit der Welt dann ja zum Ausdruck bringen, stärken. Und das ist dann letztendlich eigentlich seine Bildungstheorie, dass jeder Mensch, jedes Individuum seinen Charakter, seinen ganz individuellen Charakter im Laufe des Lebens immer besser entfalten kann. Genau. Wir kommen da allerdings zu einem kleinen Problem, sag ich mal, wenn wir uns den Menschen ja als ein soziales Wesen vorstellen. Und das macht Humboldt auch ganz explizit immer wieder auch. Wir sind ja nicht nur einfach Individuen, die für sich leben und dann ihren eigenen individuellen Charakter entwickeln können, sondern wir leben in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und da sind bestimmte Dinge uns quasi von der Umwelt vorgegeben, beispielsweise die Sprache, die wir erlernen, ja? Die bestimmten Möglichkeiten, die uns gegeben sind, in einer Gesellschaft unsere Kräfte zu entfalten. Wenn uns bestimmte Anregungen gar nicht möglich sind, wie sollten wir dann diese Kräfte, also bestimmte Kräfte entfalten? Ja? Wenn es in einer Gesellschaft keine Bücher gibt, dann kann man auch seine intellektuelle Fähigkeit dementsprechend weniger gut entfalten als in einer Gesellschaft, die da anregender ist und so weiter. Ja? Also dieses Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, das reflektiert er. Und das reflektiert er so weit, dass er eigentlich zu einem Punkt kommt, wo er nicht mehr weiter weiß. Und eigentlich quasi kapituliert, würde ich sagen. Das ist in dem Text Das 18. Jahrhundert, aus dem auch dieses Zitat hier kommt. Da habe ich jetzt noch ein Zitat. Und kurz nach diesem Zitat bricht der ganze Text dann ab. Da ist dann Schluss. Man merkt irgendwie, oder ich habe den Eindruck, er weiß nicht genau, wie er das Ganze dann
dieses ganze Knäuel an Gedanken, was er da entwickelt, wie er das irgendwie auflösen soll. Und dieses Zitat kurz vor Ende dieses Textes, das möchte ich Ihnen hier nochmal bringen, weil da die ganze Komplexität des Charakterbegriffes deutlich wird. Wir sollten vielleicht vorher jetzt nochmal kurz ansprechen, dass der Begriff des Charakters bei ihm, so wie es damals auch üblich war, nicht nur auf Individuen bezogen wird, sondern man spricht damals auch von Nationalcharakter, vom Charakter der Geschlechter, vom Charakter unterschiedlicher Völker und so weiter. Ja, das wird auf sehr unterschiedliche Dimensionen des Menschseins bezogen. Und in dem Zusammenhang schreibt er dann, in jedem Menschen kommen eine Menge allgemeiner Ursachen zusammen, welche seiner individuellen Charakterform besondere Bestimmungen mitteilen oder dieselbe vielmehr zusammengenommen selbst bilden. Geschlecht, Alter, Temperament, Nation, Stand, Beschäftigung und so fort. Jede dieser Ursachen bestimmt das Individuum und wird wiederum selbst durch dasselbe bestimmt, sodass es oft gleich schwer ist, aus mehreren Individuen den Gattungscharakter, als unter dem Einfluss verschiedener Gattungscharaktere das Individuum herauszufinden. Ja, im Prinzip ist das eine Formulierung, die wir heute vielleicht ein bisschen mit anderen Begriffen kennen, aber das ist das, was wir in Sozialisationstheorien häufig diskutieren, ne? Also inwiefern wird die Persönlichkeit in der Wechselwirkung mit der materiellen und sozialen Umwelt entwickelt? Das ist ja so eine der Definitionen von Sozialisation. Und ganz ähnlich ist das, was er hier diskutiert. Ja? Und dann fragt er sich ja, wie kann man da sozusagen das Individuum aus den verschiedenen Kollektiven, denen es angehört, herausfinden? Ja, und welchen Einfluss hat es auf die Kollektive? Ha, schwierig. Da ist dann auch irgendwann Schluss. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann müssen wir auch heute sagen, wissen wir bis heute nicht so richtig, wie da das die Verhältnisbestimmung ist. Ne? Das ist auch so diese Diskussion um Anlage und Umwelt. Genau. So. Und da bin ich dann auch schon fast am Ende meines ersten Teiles. Ich möchte jetzt überleiten sozusagen vor dem Hintergrund, was bisher besprochen wurde, zu dem Text über die Basken und möchte aber nochmal ein Zitat als Ausblick bringen. Das ist, ich finde, ein so schönes Zitat, was auch so seine ganze Sicht so nochmal deutlich macht. Er war also im Baskenland im Jahr 1801 auf einer knapp dreimonatigen Reise durch das Baskenland und hat da Tagebuch geschrieben und sozusagen Feldnotizen gemacht, hat aber auch viele Briefe geschrieben und dieses Zitat hier ist aus einem Brief an seine Frau Lee. Und da geht es um eine Beschreibung eines Tanzes während eines Festes bei Bilbao. Ja, und ich finde das einfach so schön, wie er das hier schreibt. Da wird auch nochmal deutlich, wie sehr er gerade auf die Körperlichkeit, also auf die körperlich-sinnlichen Kräfte achtet und wie die quasi ausgebildet sind. Er sagt, der Tanz, ne, es geht jetzt um den Tanz, der dann da entsteht, der Tanz ist der natürlichste Ausbruch der Lustigkeit, den ich je gesehen habe. Er hat nur im Anfang hierin etwas Feierliches. Eine Reihe von Tänzern gehen nach dem Takt angefasst im Kreise herum und nur der Vortänzer macht eine Art mit vielen Kapriolen untermischte Pas. Darauf holt er mit gleicher Langsamkeit und Feierlichkeit zwei Mädchen, eine für den ersten, die andere für den letzten Tänzer. Dann geht jeder und holt sich sein Mädchen nach Gefallen, denn nur jene beiden sind Ehrenplätze, und läuft damit in ausgelassener Lustigkeit zur Reihe zurück. Nun geht es geschwinder, die ganze Reihe zerrt und reißt sich herum und jeder Tänzer und jede Tänzerin geben sich von Zeit zu Zeit Stöße mit dem Hintern. Darauf löst sich auf einmal die Reihe und jeder Tänzer tanzt mit seiner Tänzerin gegeneinander, aber mit allen Possen vermischt, die nur die wildeste Lustigkeit eingeben kann. Die Hauptsache aber sind immer beim ganzen Tanz die Culadas, die Stöße mit dem Hintern. Wenn die Lustigkeit lebhafter wird, so verbreitet sich dieser Geschmack auch unter die Zuschauer. Und niemand ist mehr dieser Partie seines Leibes sicher.
Mich haben ganz unbekannte Damen im Vorbeigehen mit solchen Stößen beehrt. Und es ist eine Art allgemeine Begeisterung. Und noch den Abend in der Tertulia, wo ich war, machten die ausgeteilten Coladas einen Teil des Gesprächs aus. Zu zweifeln, dass alle, Tänzer und Zuschauer, Vornehme und Geringe, zwischen denen so hier, zumal bei Tanz und Ballspiel, aller Unterschied wegfällt, von Herzen lustig sind und sich aus Grund der Seele amüsieren, ist unmöglich. Denn wo ich nur hinsehen mochte, unter das Gedränge oder auf den großen, mit Bäumen bepflanzten Platz herum, sah ich überall tanzen, springen, lachen, schreien und vor allen Dingen Kuladas austeilen. Ja, ich finde dieses Zitat sehr schön, gerade wenn man es auch nochmal in Bezug setzt zu der Statue, die vor der Humboldt-Universität steht. Dieser Mann mit seinem dicken Buch auf dem Schoß, wenn man sich den vorstellt, wie er dabei bei diesem baskischen Fest Kuladas einstecken musste, vielleicht sogar auch ausgeteilt hat, weiß man nicht. Das sind hier nochmal zwei wirklich sehr unterschiedliche Bilder, die da zusammenkommen. Worum es hier geht, ist tatsächlich diese sinnliche Kraft, die hier zum Ausdruck kommt. Dann aber auch die unterschiedlichen sozialen Stände, wie man damals gesagt hat, oder Klassen oder Gruppen, ne? Also die Vornehmen und die Geringen. Ne? Das ist wichtig, dass die hier gesondert betrachtet werden. Er betrachtet auch Männer und Frauen, ne? Und schaut da auf die Unterschiede. Also versucht das möglichst differenziert zu betrachten, um dann sozusagen die unterschiedlichen Dimensionen von Individualität mit in den Blick zu bekommen. Aber eigentlich das Ganze zu sehen, ne? Das geht hier um die Entfaltung des Ganzen. So hatten wir das im ersten Zitat, was ich hier angesprochen hatte. Und das kommt hier nochmal, finde ich, sehr schön zum Ausdruck in diesem Zitat. Ich würde jetzt nämlich nochmal ein paar Folien zur Methodologie hier vorstellen. Sie haben ja auch in Ihrem Seminar den Plan einer vergleichenden Anthropologie gelesen und das ist so etwas wie ein Entwurf für eine Methodologie der Anthropologie. Aber Sie haben auch selbst festgestellt, das ist ziemlich tastend. Das sind so Ideen, die da hingeworfen werden. Das ist aber auch, wirkt an manchen Stellen nicht so richtig ausgegoren. Also man kann das überhaupt nicht vergleichen mit heutigen Lehrbüchern zur Methodologie oder so. Ja, das war damals wirklich der Versuch, der erste Versuch, so etwas systematisch auf die Beine zu stellen, ist aber immer so ein bisschen eher tastend und da muss man sich auch verschiedene seiner Schriften zusammensammeln, um gewissermaßen so einen Überblick zu bekommen. Und dann muss man selbst systematische Arbeit leisten, um das zusammenzubringen und so die verschiedenen Aspekte zu verstehen. Nochmal auf das Bezug nehmend, was wir gerade gesagt haben, den Charakter selbst kann man nicht sehen, kann man nicht beobachten, nicht messen oder so. Man kann ihn nur sozusagen erahnen, ausspähen. Und dazu muss man dann möglichst viele Perspektiven der Menschen beobachten oder den Menschen aus verschiedenen Perspektiven betrachten, um letztendlich, und das ist das Ziel seiner Anthropologie, Charaktergemälde hervorzubringen. So wie er das da in diesem Baskentext gemacht hat. Also wir haben ja hier jetzt nur die Einleitung zu dem Baskentext gelesen. Da kommen noch über 100 Seiten wirklich detaillierte Beschreibungen von kulturellen Praktiken, politischen Institutionen und so weiter. An anderer Stelle auch, es sagt er auch, es geht darum, Charakterschilderungen zu machen. Ja, und als Verfahren nennt er dann Statistik. Das ist der Begriff, den er verwendet. Wir würden heute eigentlich von Ethnographie sprechen. Es geht ihm darum, dass man die Länder bereist und dann dort beobachtet, teilnehmend beobachtet sogar, so wie wir das bei diesem Tanz gerade gesehen hatten. Aber da gehört auch noch viel mehr dazu. Er guckt sich dann die Architektur der Häuser an. Er versucht, die Sprache zu lernen. Er geht auch im Baskenland in die Rathäuser und holt sich da Statistiken, Einwohnerzahlen und so etwas, ja, oder Ausgaben. Also da sammelt die unterschiedlichsten Dinge, um den baskischen Charakter festzustellen.
also Ethnographie würde man heute sagen. Literaturstudium gehört für ihn dazu. Literaturstudium hat auch eine besondere Bedeutung bei ihm. So wie ich das vorhin schon so ein bisschen bei Platon angedeutet hatte, er liest Literatur, um sozusagen auf den Charakter zu schließen derjenigen, die das geschrieben haben. Wenn er den spanischen Charakter erfassen will, dann liest er zum Beispiel Cervantes. Ich habe jetzt gerade neulich wieder einen Brief von ihm gelesen, den er an Schiller geschrieben hat, 1795. Da schreibt er, er hätte gerade von Kant zum ewigen Frieden gelesen. Das war ja damals gerade neu erschienen. Ja? Hat er gerade zu Ende gelesen und dann sagt er, schreibt er zu Schiller, das Buch bringt nicht viel Neues inhaltlich. Aber es war doch toll, das zu lesen, weil man so viel über den Charakter des Autors feststellen kann. Ja? Also das ist, so versteht er gewissermaßen Literaturstudium hier. Vergleich. Ja, darüber haben wir im Prinzip schon gesprochen. Es geht darum, die verschiedenen Charaktere miteinander zu vergleichen, auch zu gucken, wie sie ihre Kräfte jeweils ausgebildet haben, wer besonders hoch ausgebildet ist, um quasi dann von denen, die hoch ausgebildet sind, auch zu lernen, damit man die als Beispiel nehmen kann, so wie Herr Bregmann gerade gesagt hatte, damit die, die ein bisschen schwächer ausgebildet sind, die ein bisschen verkümmert sind an dem Baum, um die zu stärken. Aber auch, um sozusagen das Bild der Menschheit zu, also so mannigfaltig wie möglich darzustellen. Wenn man hier Charaktergemälde macht, dann geht es darum, ein möglichst vielgestaltiges Mosaik da aufzufalten. Und Physiognomie, darüber hatten wir schon gerade gesprochen. Das nimmt er noch mit in Betracht, sieht aber auch deutlich die Grenzen der physiognomischen Forschung. Ich möchte, achso, ja, vielleicht nochmal wichtig, das Ideal der Menschheit soll untersucht werden. Wozu ist die Menschheit eigentlich fähig? Ja? Wie mannigfaltig ist die Menschheit und welches sind eigentlich ganz besonders hervorhebenswerte Charaktere, die es auch wert sind zu beschreiben, weil die auch exemplarisch für die anderen etwas hervorbringen können. Die Charakterschilderung, die soll quasi drei Dimensionen erfassen, zeitlich gesehen. Sie soll eine Biografie, also die Vergangenheit des Charakters, soll die gegenwärtige Situation des Charakters und die zukünftige mögliche Entfaltung dieses Charakters in Betracht ziehen. Also da haben wir auch wieder diese, einerseits die beschreibende Seite, aber auch die normative Seite seiner Forschung. In normativer Hinsicht ist auch noch wichtig, alle sollen sich möglichst frei entfalten können. Ja? Das Problem ist jetzt, dass gerade zu seiner Zeit war er der Meinung, dass eigentlich kaum ein Charakter sich wirklich frei entfaltet hätte. Bei den Basken hat er dann eine Ausnahme gemacht. Ja? Deshalb fand er die auch so toll. Aber alle anderen, die Franzosen, die Spanier, auch die Deutschen, ach, das war alles irgendwie nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Deshalb war die Frage, ja, wie kann man den Leuten oder den Charakteren zur freien Entfaltung verhelfen? Und da müssen wir noch mal kurz zurückkommen auf dieses Beispiel von den Geschwistern, das wir eingangs hatten. Jedes Geschwister hat einen bestimmten Charakter und soll den entfalten können. Nun kann es aber sein, dass bestimmte Charakterzüge nicht möglich sind, dass die nicht entfaltet werden können, weil es Beschränkungen aus der Umwelt gibt. Ja, wenn jemand irgendwie besonders sportlich veranlagt ist, aber nie die Gelegenheit, Sport zu machen, ja, wie soll das gehen? Ja, da kann man diese Fähigkeit nicht ausbilden. Und diese Person, die bildet dann vielleicht irgendwas anderes aus. Ne, man muss ja irgendwas machen, bildet irgendwas anderes aus. Das entspricht aber vielleicht gerade nicht dem eigenen Charakter. Und in dem Sinne, sagt er, kann jeder Mensch und wird auch jeder Mensch auch zufällige Züge entfalten. Also Züge, die nicht wirklich dem eigenen inneren Wesen entsprechen. Jemand, der eigentlich künstlerisch veranlagt ist, wird dann irgendwie ja, andere Züge entwickeln und seine künstlerische Ader nie entfalten können.
Und das ganze Ziel der Humboldtschen Anthropologie muss deshalb darauf zielen oder darauf hingehen, dass man den empirisch gegebenen Charakteren zeigt, wer sie quasi wirklich sind, ja, um ihnen dann dabei zu helfen, diese wesentlichen Charakterzüge auch verwirklichen zu können. Das ist das Ziel dieser Charakterschilderung. Ich habe hier wieder ein Zitat. Er sagt, die Charakterschilderung muss alle Eigentümlichkeiten des Individuums, aber nichts weiter als diese enthalten und das innere Wesen desselben vollständig und getreu darstellen, nach dem Verhältnis und der Bewegung seiner Kräfte, in der Tätigkeit seiner Verrichtungen, in Beziehung auf seine fortschreitende Entwicklung und so weiter. Also Eigentümlichkeiten des Individuums, aber nichts weiter als diese. Also alle Charakterzüge, die das Individuum entwickelt hat, die aber nicht das innere Wesen wirklich darstellen, die soll man weglassen. Ja? Ich hoffe, dass dieser Gedanke irgendwie klar ist oder dass ich den hier transportieren kann. Das ist sehr wichtig, aber ich finde es auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Das kommt also darauf an, dass man diese zufälligen Charakterzüge von den wesentlichen absondert. So, das ist vielleicht bis hierhin nachvollziehbar. Gerade, ich finde das, gerade wenn man so das Beispiel der Geschwister hat, ne, einer ist ein bisschen sportlicher veranlagt, der andere oder die andere eher intellektuell. Und ja, ne, da kann man auch sagen, ja, bestimmte Talente sind da, aber die müssen auch zur Entfaltung gebracht werden. Vielleicht klappt das auch nicht. Deshalb ist es ganz gut, auch herauszufinden, was in einem Menschen steckt. Und da sagt er, diese Absonderung ist von einer Menge von Schwierigkeiten begleitet. Denn wenn die Ursachen so verschieden sind, welche dem Charakter zufällige Züge beimischen, wenn diese oft so dauernd und herrschend angetroffen werden, wo soll man alsdann die hinlänglichen Kennzeichen auffinden, dieselben von den wesentlichen mit Sicherheit zu unterscheiden? Es fängt ja bei der Geburt an. Ein Mensch kommt auf die Welt und setzt sich gleich mit dieser Welt auseinander. Und dabei kann es immer und wird es auch immer so sein, dass zufällige Züge entwickelt werden. Ja, wie soll man das denn eigentlich unterscheiden? Wie kann man diesen echten Charakter eigentlich herausbekommen? Das ist ein Dilemma, weil es auf diesen echten Charakter bei Humboldt ganz entscheidend ankommt und gleichzeitig wissen wir nicht, wie wir den eigentlich erfassen sollen. Aber es geht darum, das abzusondern und das geht dann in manchen Bereichen geht es auch relativ einfach. Bei den Basken zum Beispiel stellt er fest, dass die baskische Sprache so in den Grenzbereichen zu Frankreich und zu Spanien gewissermaßen, ich meine, das Baskenland ist Teil Frankreichs und Spaniens, aber gerade in diesen Bereichen, wo es dann nach Spanien und Frankreich übergeht, da ist die baskische Sprache vermischt mit anderen Sprachanteilen, mit französischen Worten oder französischem Klang und so. Und da sagt er, das ist nicht mehr sozusagen das Originale, der wesentliche Charakter. Da haben wir Zufälligkeiten. Aber in manchen anderen Hinsichten ist es kaum möglich oder sehr schwierig, also viel schwieriger als bei dieser Sprache. Und jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was Herr Bach vorhin gesagt hatte, die Freiheit. Woran erkennen wir, dass ein Charakter wirklich er selbst ist? Daran, dass er sich besonders als ein besonders freier Charakter darstellt, wie die Basken, wie die Griechen oder, ich habe hier nochmal ein Zitat mitgebracht, wie die Agnes von Lilien, hier haben wir wieder Literaturstudium sozusagen. Caroline von Wolzogen hat 1798 diesen schönen Roman Agnes von Lilien veröffentlicht. Dazu hat Humboldt eine Rezension geschrieben. Und da haben wir eine tolle Formulierung, wie man seiner Meinung nach diesen echten Charakter feststellen kann. Er sagt, die drei Haupteigenschaften, welche Agnes' eigenen Charakter sowie das Ideal schöner Menschheit vor ihrer Fantasie vollenden, sind Klarheit, Wahrheit und Freiheit des Denkens und des Empfindens. In der Tat umschließen sie auch alle Forderungen, die man an die Menschheit machen kann. Also nicht nur Forderungen, die man jetzt an diesen einen Charakter Agnes machen kann, sondern an die ganze Menschheit. Klarheit, Wahrheit und Freiheit.
des Denkens und Empfindens gehört hier in dem Zitat noch dazu, aber das kann man auch, könnte man auch weglassen. Diese drei Punkte hat er da genannt. Freiheit heißt, man kann seine Kräfte eben ganz hoch entfalten. Klarheit heißt, man weiß seinen eigenen Weg, man weiß, was man will sozusagen. Und Wahrheit heißt, ich kann das, was ich bin, meinen Charakter auch gegenüber anderen, auch gegenüber der Umwelt, die vielleicht das gar nicht so fördern will, kann ich das trotzdem darstellen und auch behaupten gegenüber möglichen Einschränkungen in der Umwelt. So, also Klarheit, Wahrheit und Freiheit des Denkens und Empfindens. Interessant ist, und ich, also im Prinzip hatte Herr Bach das ja schon rausgestellt, dass wir das, also genau diese drei Punkte auch wieder im Baskentext da wiederfinden. Ne? Die Freiheit haben wir, an anderen Stellen haben wir auch die Klarheit und die Wahrheit. Ne? Das sind gewissermaßen so die Kriterien, die er da ansetzt, um die Wesenhaftigkeit eines Charakters festzustellen. Das ist natürlich extrem schwierig, jetzt aus unserer Sicht, hochproblematisch. Ja? Und er hat auch selbst schon gesehen, später dann, dass er damit nicht so richtig klarkommt. Und dass man diese Kriterien auch, wie soll man die wirklich feststellen? Ja? Also empirisch gesehen. Er hat auch dann später seine Meinung über die Basken nochmal revidiert. Aber ich finde das trotzdem, es ist ein hochinteressanter Ansatz, erstmal so zu denken. Ja, ja, und jetzt habe ich noch eine Folie und das schließt eigentlich auch nochmal an das an, was Herr Bach gesagt hat. Warum macht er das eigentlich? Alle Menschen bilden sich aus seiner Sicht in Wechselwirkung miteinander aus. Und dieses Zitat hier stammt jetzt aus diesem Plan einer vergleichenden Anthropologie. Je reiner, also je wesentlicher ein Mensch sich gebildet hat, desto positiver wirkt er auch auf sozusagen die wesentliche Bildung anderer. Das ist ja die Wechselwirkung. Wenn nur sozusagen an manchen Stellen spricht er tatsächlich so, wenn nur verunreinigte Charaktere miteinander in Wechselwirkung sind, dann kann da nichts Wesentliches bei rauskommen sozusagen. Er sagt, vorzüglich bildet sich der Charakter gesellschaftlich zur Reinheit und Bestimmtheit aus, wenn er mit reinen und bestimmten Charakteren in Verbindung kommt. Warum schreibt er jetzt diese Charaktergemälde, die ja möglichst rein sein sollen? Dass der Gedanke dahinter ist, wenn jetzt eine Leserin oder ein Leser sich mit diesem Charaktergemälde auseinandersetzt, dann kommen die ja mit einem reinen Charakter, mit einem bestimmten Charakter in Verbindung. Und damit tragen seine Werke, diese Denkmäler, die er da setzt sozusagen, die tragen auch zur Bildung der Leserinnen und Leser bei. Ja? Das ist der letzte Gedanke meiner Ansicht nach, der dann in dieser Methodologie drinsteckt. Und insofern ist seine Anthropologie in ein Bildungsprojekt eingebunden. Ja? Und damit komme ich zum Ende dieses Vortrags. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und würde jetzt hier auch meine Präsentation stoppen.